Die Münchner Rückversicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft in München mit Sitz in München ist eine der weltweit führenden Rückversicherungsgesellschaften. Zur Gesellschaft gehört die ERGO Group, die das Erstversicherungsgeschäft betreibt. Die Aktien der Gesellschaft sind an allen deutschen Wertpapierbörsen und im elektronischen Xetra-Handel notiert. Es handelt sich um nennwertlose Namensaktien. Die Munich Re ist unter anderem Bestandteil des DAX an der Frankfurter Wertpapierbörse und des Dow Jones Euro-Stocks 50. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 31,0 Milliarden Euro, der Konzernjahresumsatz betrug 50,4 Milliarden Euro bei einem Konzernüberschuss von 3,122 Milliarden Euro. Von den knapp 45.000 Mitarbeitern des Konzerns arbeiten etwa 12.000 in der Rückversicherung. Ein Großteil entfällt auf die Erstversicherungstochter ERGO sowie den Vermögensverwalter MEAG. Geschichte: 1880 gründete Karl von Thieme, seit 1870 bayerischer Generalagent der Versicherungsgesellschaft Thuringia, bei der sein Vater als Direktor fungierte. Mit Hilfe des Industriellen und Finanzierers Theodor von Kramer-Klett und von dessen Vertrauten, vor allem Wilhelm von Fink und Hermann Pemsel, sowie der Darmstädter Bank für Handel und Industrie die Münchner Rückversicherungsgesellschaft. 1890 folgte die Gründung der Allianz Versicherungsaktiengesellschaft. Karl von Thieme leitete die Gesellschaft bis 1921, Wilhelm von Fink war bis 1924 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Berühmt wurde die Münchner Rückversicherungsgesellschaft durch das San Francisco-Erdbeben von 1906, da sie damals die einzige Versicherung war, die nach der Regulierung aller Schäden noch zahlungsfähig war. Während der Zeit des Nationalsozialismus war das Unternehmen einer von wenigen Konzernen, die keine Zwangsarbeiter einsetzte, sich nicht an jüdischem Kapital bereicherte, keine ausländischen Konkurrenten in den besetzten Gebieten einverleibte und somit allgemein nicht von der Kriegswirtschaft profitierte. In den 1970er Jahren baute Gerhard Berz den Bereich Elementargefahren auf, der später in Georisikoforschung umbenannt wurde und den Ruf eines weltweit führenden Instituts auf dem Gebiet der Georisikoforschung in der Versicherungswirtschaft erlangte. Die Abteilung wird seit 2005 von Peter Höppe geleitet. Die Münchner Rückversicherungsgesellschaft ist auch Gesellschafter an der Extremus-Versicherung, einem deutschen Spezialversicherer für Großschäden durch Terrorismus. Generaldirektorin, Vorstandsvorsitzende. Konzernüberblick. Die Munich Re Gruppe betreibt neben Rückversicherung auch das Erstversicherungsgeschäft durch die ERGO Gruppe und seit 1999 die Casi Kunden Asset Management. Durch die MEAG im Jahr 2015 lagen die gebuchten Bruttobeiträge der ERGO Gruppe bei ca. 16,5 Milliarden Euro. Rückversicherung. Die Munich Re hat rund 4000 Kunden weltweit. Sie übernimmt Teile des Risikos dieser Versicherungen und berät diese umfassend im Versicherungsgeschäft. Neben ihrem Stammsitz in München unterhält die Munich Re mehr als 50 Außenstellen. Rückversichert werden U.A. Lebens-, Kranken-, Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Transport-, Luftfahrt-, Raumfahrt-, Feuer- und technische Versicherungen. Im Jahr 2015 lagen die gebuchten Bruttobeiträge für die Sparte Rückversicherung bei ca. 28,2 Milliarden. Euro. Erstversicherung. ERGO Gruppe. Die ERGO Group ist der Hauptanbieter von Erstversicherungen der Munich Re und bietet alle Formen der Lebens- und Krankenversicherung sowie die meisten Formen der Schadens- und Unfallversicherungen an. Die ERGO ist außerhalb Deutschlands weltweit in mehr als 30 Ländern vertreten und betreut rund 35 Millionen Kunden. Zur ERGO Gruppe gehören unter anderem die Versicherungstochtergesellschaften DAS, DKV und Europäische Reiseversicherung AG. Mit gebuchten Bruttobeiträgen von 16,5 Milliarden Euro im Jahr 2015 ist ERGO nach der Allianz AG die zweitgrößte Erstversicherungsgruppe in Deutschland. Asset Management. 1999 wurde die MEAG Munich ERGO Asset Management GmbH gegründet. Ihr Geschäftszweck ist die Verwaltung und Steigerung der Kapitalanlagen von Munich Re und ERGO sowie Dritter. Die weltweiten Kapitalanlagen von Munich Re in Höhe von 255 Milliarden Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet.
Besitzverhältnisse. BlackRock, München, Streubesitz ist fast 100%. Die Zahl der in dem Aktienregister eingetragenen Aktionäre beträgt knapp 200.000. Die Aktionärsstruktur setzt sich wie folgt zusammen: institutionelle Anleger, Banken, Versicherungen, private Anleger, Investmentgesellschaften. Die Aktionäre befinden sich hauptsächlich in Deutschland und Nordamerika, gefolgt von Europa, Großbritannien und anderen Ländern. Am 5. August 2011 überschritt die chinesische Volksbank die Meldeschwelle von 3% der Aktienanteile. Sie hielt zu dieser Zeit ca. 5,45 Millionen Stimmrechte. Im März 2014 zog sich die Bank jedoch wieder zurück. Geschäftszahlen für den Konzern.